Knocke hat ein breites Programm von Kunst im öffentlichen Raum. Wir haben hier sehr viele schöne Skulpturen und Kunst im öffentlichen Raum. Und auch du hast einen Vorschlag gemacht für eine Skulptur für Dönbergen. Wo kam deine Inspiration für deinen Vorschlag? Nee, also hauptsächlich von der Situation und dem Ort. Also wir haben ja mehrere Standpunkte angeschaut und letztendlich habe ich mich für die Situation oben an der Küste entschieden als möglichen Standort. Und mir schwebte eine Skulptur vor, die auch mit Wind arbeitet, das heißt, die beweglich ist. Und anfangs hatte ich die Idee, irgendetwas zu machen, was an eine Wetterfahne erinnert, also wie eine Wetterfahne funktioniert, dass sie die Skulptur dann in den Wind dreht. Aber letztendlich ist es ja eine große Sphäre, eine große kugelförmige Form, die sehr luftig aus sehr dickem Blech gearbeitet ist und in der Mitte als Fokus sozusagen der Mensch, der um den sich das alles dreht, ne? Und gleichzeitig dann mit Gold bearbeitet, also wie so eine große Sonne sozusagen. Ja, und es hat auch was Spielerisches, obwohl es wahrscheinlich sehr monumental ist, aber doch auch eine Leichtigkeit. Also das finde ich passt sehr gut zu Knocke. Aber mal gucken.